Österreich ist seit 1995 Mitglied der Europäischen Union, einer überstaatlichen Organisation von 27 Staaten, in denen rund 450 Millionen Menschen leben. In 20 der Mitgliedstaaten zahlen die Bürgerinnen und Bürger mit einer gemeinsamen Währung, dem Euro. Die wichtigsten Organe der EU sind das Europäische Parlament, der Europäische Rat, das sind die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen aller Mitgliedstaaten, der Rat der Europäischen Union, das sind die Minister und Ministerinnen der nationalen Regierungen, die Europäische Kommission, das ist sozusagen die Regierung der EU, der Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentralbank und der Europäische Rechnungshof. Im Europäischen Parlament sind über 700 Sitze nach einem bestimmten Schlüssel auf die Mitgliedstaaten verteilt. Dabei wird die Bevölkerungszahl berücksichtigt. Kleinere Länder sind aber vergleichsweise stärker repräsentiert. Und auch Österreich entsendet Abgeordnete in das Europäische Parlament. Nicht nur diese Abgeordneten zum Europäischen Parlament reden mit. Auch das österreichische Parlament hat viele Rechte, um bei der Gesetzgebung der Europäischen Union mitzuwirken. Neben der Möglichkeit einer Mitteilung an die EU-Organe sind zwei Instrumente besonders wichtig. Zum einen die Stellungnahme gegenüber dem zuständigen Regierungsmitglied und zum anderen die Subsidiaritätskontrolle. Eine Stellungnahme können der Nationalrat oder der Bundesrat zu einem Thema abgeben, das im Rat der Europäischen Union oder im Europäischen Rat verhandelt wird. Damit beeinflusst das Parlament die Verhandlungs- und Abstimmungsposition der österreichischen Regierungsmitglieder. Denn diese Stellungnahmen sind für die Regierungsmitglieder unter bestimmten Voraussetzungen bindend. Subsidiarität heißt, dass die EU grundsätzlich nur Vorschriften erlassen darf, die nicht besser auf lokaler, regionaler oder staatlicher Ebene geregelt werden können. Die nationalen Parlamente können deshalb überprüfen, ob Gesetzesvorschläge der EU wirklich auf europäischer Ebene notwendig sind. Jedes Parlament kann eine Subsidiaritätsrüge einbringen, eine sogenannte begründete Stellungnahme, wenn das nicht der Fall ist. Jedes nationale Parlament hat dabei zwei Stimmen. In Österreich haben der Nationalrat und der Bundesrat jeweils eine. Und dann kommt es darauf an, wie viele nationale Parlamente eine begründete Stellungnahme abgeben. Ähnlich wie im Fußball gibt es eine gelbe Karte. Wenn die begründeten Stellungnahmen ein Drittel aller Stimmen erreichen, muss der Gesetzesvorschlag überprüft werden. Ist mehr als die Hälfte der Stimmen erreicht, vergeben die Parlamente eine orange Karte. In diesem Fall muss die EU-Kommission nicht nur begründen, warum sie an diesem Gesetzesvorschlag festhalten will, sondern die Stellungnahmen der nationalen Parlamente werden an das Europäische Parlament und den Rat der EU weitergeleitet. Der Vorschlag kann dann von mehr als der Hälfte der EU-Abgeordneten im Europäischen Parlament und 55% der Mitgliedstaaten aus dem Rat abgelehnt werden.